Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil. Es ist schon eine Zeit her, dass wir das Spiel gespielt haben. Ich meine, man kann es zu lesen. Anscheinend habe ich das letzte Mal vor ungefähr 4 Jahren gespielt. Ist echt schon eine Zeit her. Allgemein ist es so, dass wir unsere Freundin oder Frau, wie auch immer, die Mia finden wollen eigentlich. Sie macht komische Sachen. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher warum, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall ein Serum herstellen, glaube ich. Und ich sage, wir legen auf direkt los und finden uns einfach rein. Und es wird scary. I hope, oder nicht. Nachdem er das alte Haus durchsucht hat, findet Ethan heraus, dass er zuerst eine Serie aus 2x3 benötigt. Einen Kopf und einen Arm einer D-Serie. Zoe sagt, dass sie den Kopf hat. Ethan muss das in einem alten Haus finden. Oh ja. Okay, man ist da mit dem Point of View und so schon sehr im Geschehen drin, wenn man so sagen kann. Also sehr in-game drinnen. Warum auch immer wir verletzt sind. Ui, das ist all erst. Ja, aber Zoe. Kann ich nicht nehmen. Also ich weiß gar nicht genau mehr wie. Irgendwas funktioniert, wir finden uns da einfach mal wieder rein. Da kann man dem noch speichern, I guess. Da kann man logischerweise lagern. Wir haben mit einem Messer, Pistole, Flinte, einem Brenner, Munition, Kraut, eine Laterne, erste Hilfsmittel und Brennstoff. Okay. Das, was wir in der Kiste drin haben, lassen wir mal in der Kiste. Da liegt einfach Munition, okay. Warte mal. Hui. Okay. Ich frage mich gerade, wie viele Monster man denn mit dem Messer eigentlich umbringen sollte. Für 5 Punkte. Kriegen wir einen Stabilisierer. Wie viele Punkte haben wir denn? Münzen sind das gewesen, gell? Ich glaube, wir haben nur eine Münze oder so. 5 Münzen. Ist das wertvoll? Sollen wir es einfach machen? Mein Körper würde sich immer seltsamer, auch wenn ich bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld, sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, mir, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Will ich mich heilen? Für sie ist es zu spät. Wahrscheinlich haben wir das alles schon mal durchgeschaut und wir wissen es auch nicht mehr. Aber es ist ziemlich gut. Oh. Für 8 Punkte. Und wie heißt denn das Ding? Würde ihr Magnum kriegen. Fühlt sich irgendwie besser an. Aber was bringt mir so viel Waffen haben? Ah, wenn wir die Diskette anschauen wollen. So, bevor wir da rausgehen, schauen wir uns mal noch einmal die Map an. Ich weiß, wir sind in so einem Campingwagen. Ah, da steht sie. Akten gibt's auch. Können wir irgendwie herausfinden. Wer war Zoe? Ich habe irgendwie vergessen, wer Zoe war. McRide war die Oma, ja. Auf jeden Fall. Sind wir in diesem Vorbereich. Ah, das ist das Haupthaus. Ich habe gedacht, wir müssen ins Haupthaus gehen. Aber ne, wir müssen ins alte Haus gehen. Das ist halt auch noch zum alten Haus. Das ist alles das alte Haus. Man kann entweder da oder da ins alte Haus gehen, nur. Da ist
die Verbindung über den Botanischen Garten oder was das war. Da müssen wir rein. Irgendwie habe ich gerade echt vergessen, was das alte Haus war. Aber es ist die Oma, die was da mal dumm gelaufen ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, doch, ich weiß es schon wieder. Da müssen wir rüber, okay. Ich will nur, dass man da echt einen guten Zimmer für Hausarrest. Wer hat ein eigenes Zimmer nur dafür? So. Ich gesagt, das bleibt uns nicht viel übrig. Das einzige, was noch interessant wäre, healen tut man sich, glaube ich, indem man wirklich so klickt und so klickt. Klingt irgendwie nicht so smart. Wie viel Leben haben wir eigentlich? Nochmal, bevor wir da in 5 Sekunden sterben. Das ist unser Lebensbalken. Warum genau ist der voll und da ist trotzdem ein Blutfleck? Tja. Okay. Machen wir kurz ein bisschen lauter. Das ist wieder alles scary da. Ich glaube, der will Steckkarten haben. Hey, wie immer Pistole in der Hand, das fühlt sich eigentlich smart an. Ich würde irgendwie. Warum check ich gerade nicht, ob es da oder links ist? Ich würde auf jeden Fall rechts zum Haupthaus gehen, aber gefühlt. Ah, sehr richtig, okay. Ja, doch. Eigentlich ist es echt sehr dunkel. Für mich ist es actually eine Spur heller. Obwohl, ja. Puppen. Jo. Ich weiß ehrlich gesagt, das Ding ist, wenn man nicht einmal so genau weiß, was man sich jetzt erwarten soll für einen Schrecken, so weißt du, was ich meine? So, ist jetzt vor meinen Nasen jetzt wieder die Meg, right? Oder haben wir den jetzt eigentlich umgebracht? Und ich muss jetzt einen Arm finden. Aber nur noch mal zur Sicherheit. Tür im alten Haus, erstes Obergeschoss, müssen bergauf öffnen. Das da. Da haben wir was auf diese Waage wahrscheinlich aufwidern müssen. Aber ich gehe jetzt trotzdem nochmal dorthin. Aber wenn man das vielleicht. Oh mein Gott, das war mal ziemlich scary dabei da. Also, die Mausgeschwindigkeit im Game ist auch nicht die höchste, aber ich glaube, das passt schon. Oh, das war scary, jetzt war es wieder. Dann ist es irgendwie sicher vorgekommen. Und plötzlich war doch er da. Jetzt sind die ganze Zeit irgendeine random Sounds. Die Serie. Ja. Jetzt hat wer Klavier gespürt. Ich finde es jetzt nicht so angenehm, dass da wer Klavier gespürt hat und da steht ein Klavier. Oktober. Warum war das genau vor 4 Jahren das letzte Mal, wo ich gespürt habe? Aber egal. Habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen. Seit das Kind aufgewacht ist. Zoe hat schon recht. Irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Mit der Frau, die es mitgebracht hat. Sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in die Stadt gegangen. Der hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Hat das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Erster Stock, da gibt es einen Geheimraum, okay? Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes, Vertrauen. Jener Arm wird zu
wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der die Glückselige untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Okay, cool. Glückselig soll heute werden dem Spur. Ja, cool. Okay. Das heißt, irgendwo da gibt es einen Geheimraum. Das wäre jetzt das Gesamtskill da. Ich war vorbereitet. Genau, ah, ich habe die zweite Laterne jetzt da, glaube ich. Ich bin da. So, keine Ahnung mehr, wo wir die angefunden haben. Coole Sounds die ganze Zeit, was das ausmacht, sage ich mal. Ja, das wird sicher lustig werden. Ja. Ja. Die Mutter ist jetzt beim anderen Laternchen. Ich mag nicht da. Da ist ein Krokodil. Warum habe ich so viel Angst? Die Motten. Ein Licht geht aus. Ach du Heilige. Ich hab so Angst. Der Raum ist mir so ungeheuer. Ich höre schon wieder Sachen rütteln und fübbeln. Aber da kann ich nicht reinschauen. Oh mein Gott. Oh no. Ob sie das auch gehört? Da ist ein Bar. Wer ist da? Also das ist immer so, geht man so looten Schuhe, okay? Oder geht man sich jetzt erschrecken? Hallo? Was soll denn das darstellen? Okay, lass uns das interpretieren. Kann da zerbrochene Schiff sein? Wo ganz viele Menschen drauf sind. Okay. Ach, ein Ohr. Hallo Diddy. Bist wenigstens der Einzige, was mir Mut macht. Jo. Das ist alles viel zu scary da. Eben, ich weiß nicht einmal, vor was ich Angst haben soll, das macht es irgendwie nicht besser. Also schauen wir nochmal ganz brav alles durch. Da ist ein Dino, den habe ich gar nicht gesehen zuerst. Oh. Evelyn, my family. My family, my family. Ja. Entweder sie hat nur einen schwarzen Stift gehabt. Hallo Evelyn. Vielleicht ist es die Evelyn, die was du mit uns spüren will. Dann spüren wir mal mit mir. Hallo Evelyn. Okay. Das knarzt da schon wieder alles. Warum ist das offen? Hey, was war da für ein Zeichen? Ciao, random. Da war doch kein Zeichen. Ich hab Angst. Evelyn, hi. Sind da nicht immer diese schwarzen. Oh mein Gott. Ich schieße einfach einmal. Hätte ich was sehen sollen? Eieieiei. Warum tue ich mir das an? Wie lange nehmen wir schon auf? 15 Minuten erst, das fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Irgendwas stimmt mit dir nicht.
Warum tue ich mir das an? Da bewegt sich wieder alles. Aber ich sehe mittlerweile auch nicht viel. Schauen wir noch einmal um. Ah, da ist gar nichts. So, jetzt aber hallo Evelyn. Das ist viel zu scary für mich. Das Licht ist ausgegangen. Bleib fort. Eieiei, ich soll fortbleiben. Also, im echten Leben würde ich jetzt umdrehen. Ich stehe in der Kommode, chillig. Aber wenn wir ja cool sind. Schau mal, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo, Evelyn. Ah ja, was ist so etwas? Soll es genau den Raum da darstellen und das ist genau hinterm Bett? Ich bin viel zu aufgeregt. Wenn da irgendein Jumpscare kommt, ich schreck mich wieder. Ei. Oh, eben unsichtlich killt. Ich wollte nur ducken. Tja, weil jetzt laden und das alles neu machen für einen Heal ist halt auch irgendwie doof. Jo. Das ist der Arm. Steht sogar drauf. Jo. Das ist die Evelyn. Jo. Oh, das hat schon was gehabt. Gemütlich. Ich meine, das war doch nur ein Mädchen oder so. Das ist ja nichts Schlimmes, oder? Kann er ja da jetzt rauskrabbeln. Hallo. Evelyn. Warum so viel Sounds? Was will ich machen jetzt? Zu viele Sounds. Dann gehen wir halt raus, hilft für nichts. Obwohl, warte mal. Wir schauen aber ganz kurz die Materialien, das Serum herstellen. Ja, dann gehen wir da raus. Eieiei. Eieiei. Der erwischt mich einfach. Das Ding ist leer. So strong. Der hat die ganze Munition gegessen. Scary. Dann rennen wir halt mit der Shotgun herum oder wie? Ja. Ich weiß nicht einmal, wo wir hin müssen. Auch so einer.
Wait a minute. Shotgun regelt. Aber ich weiß ja nicht, ob man den mit dem Messer umbringen soll, was dauert ewig. Das haben wir, glaube ich, schon mal ausprobiert. Hier schon wieder an. Oder? Eieiei. Eieiei, da ist selbst Jumpscare. Ja, schon wieder an. Die Munition sparen. Oh, das war. Close Call. Das war zu viel für mich. Kleine Kinder und. Oh. Schatten, Lichter. Bitte nicht Klavier spielen. Wir haben halt nur noch 10 Schuss. Können wir da jetzt das Serum herstellen? Treffen des Serums. In folgenden Objekten in der Lage, Serums in das Hirn. Gehirne für Nerv. Aber warum ist da die Hand und noch irgendwas? Die Materialien für Serum finden. Legende. Kleines Schlüsselloch. Was ist das zweite Material, das wir finden müssen? Im Schild vergessen. Weil das ist es ja gefühlt nicht, was da steht. Hoi. Hast du ihn gefunden? Ja, ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Ich muss zum Wohnwagen. Aber ich bilde mir ein, das wird sicher kein leichter Weg zum Wohnwagen. Das ist zu easy, zu simpel. Und ich muss aufs Klo. Das ist zu simpel. Ich spüre genau, dass ich da jetzt rausgehe. Es ist fast schon hell. Das Jenseits gibt die Wahrheit preis. Was steht da? Ich weiß es gerade gar nicht. Safe space. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein. Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen. Und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Oh, du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge. Die läuft ja nicht.
allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Oh, komm schon, sei doch nicht so. Du willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Jetzt schau in den Kühlschrank. Irgendwie check ich gerade nicht, wer die Zoe war. Und wer der Dude ist, der was die zwar jetzt da chillig, was nicht entführt hat. Schau mal rein. Jo. The Big is waiting. Wir müssen in den Zerlegungsraum. Den habe ich ja da ganz gern. Den habe ich ganz gern. Jetzt haben wir keine Munition mehr fast. Und wir haben einen Dings. Also den Arm werden wir mitnehmen müssen, denke ich. Sehr von Lukas zu haben. Okay. Aber was würde ich sagen? Ja. Und den Heal haben wir unnötigerweise genommen. Dann speichern wir mal. Maximale Anzahl. Ja. Speichern wir irgendwo drüber, ne? Dann auf zum Zerstückelungsraum. Da schauen wir uns natürlich zuerst an, wo der ist, weil sonst. Sonst muss ich da, wo wir dumm laufen, unnötig. Zerlegungsraum, ich glaube, das ist ein Verarbeitungsbereich. Ja, genau. Wir müssen ins Haupthaus rein und irgendwie in den Keller runter. Wo genau, weiß ich gar nicht mehr. Aber das machen wir auf random Basis. Okay. Kommen wir da wahrscheinlich. Da war mal was. Da runter. Oh, da drin habe ich es vergessen. Hello there. Man betet immer, dass die ganzen Türen, was dazugehen, einfach die Türen sind, die was man gerade verwendet hat. Man könnte jetzt zwar nachschauen, wie es in den Keller runtergeht. Aber man ratet einmal. Ich will nicht mehr raten. Da, oder? Nee. Anscheinend nicht. Ja, ich weiß es nicht mehr. Das klingt irgendwie komplett falsch. Das war der ganze Anfang da. Ey, gefühlt ist es falsch. Ich weiß halt aber echt nicht mehr, wo so gegangen ist, vielleicht da. Das schaut fast richtig aus. Jupp. Ich hab's geschafft. Da ist der Safe-Raum. Speichern wir ab zur Sicherheit. Warte mal. Ah, ist das wirklich einmal random, okay, lore. Verarbeitungsbereich. Wenn da jetzt wieder der Schwarze steht, dann haben wir gefühlt schon 10 Mal was.
Wir gehen die Abkürzung. Das ist eigentlich die Abkürzung. Gemütlich. Und da wartet jetzt ein Schwein auf mich. Yay. Ab und zu spawnt ja tatsächlich Loot nach, also kann man noch mal wieder schauen. Ich glaube, da drin ist er. Boah, ein Schlüssel? Das war er, oder? Da sind wir schon gefühlt schon mal reingekommen. Oh, das ist. Ich glaube, das ist der Schlangenschlüssel. Ah ja, Schlangenschlüssel. Wo ist er ans Tief gegangen? Ich meine, der Verarbeitungsbereich ist größer als das, also. Gibt es noch Möglichkeiten? Yay, ich muss gleich niesen. Badewanne. Yay, wir haben uns angefunden. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass der Badewanne war. Okay. Ist das die Zoe? Jetzt vergessen, aber die chillt immer im Modum. Also immer woanders. Ich glaube, wir sind richtig. Aber ich kann nichts mit dem machen. Ja, dem Rain. Und was macht der Dora Generator? Außer Generator sind nix. Haben wir schon alles weggelootet. Oh boy. Irgendwas ist passiert. Irgendwas hat sich verschoben oder so. Aber was? Und wo? Oh mein Gott. What? Ist der One-Hit? Nee. Two-Hit. Die können durch die Wände. Ein Problem haben wir da verloren. Wissen wir nicht, aber mehr als erwartet. Und so ist es. Der schaut fast nach einer Leiche aus, die wir suchen. Nee, ich krieg das immer offensichtlich. Das ist halt auf Steuerung. Also die Tastaturbelegung könnte man umlegen. Aber. Schau, dafür sind wir wieder grün. Ah, die Antwort da. Warum genau? Reintreten. Schauen, ob es noch lebt. Schlange. Schlangenschlüssel haben wir nicht da. Was haben wir da?
Chemikalie. Soll das Blocken sein? Kommt da nicht rein? What? What? Das ist nicht der Bereich, wo wir hin müssen. Und das ist, wo wir wollen, oder was? Oh Lord. Oh Lord. Totenschein muss eigentlich zusammen, seine Gelenke sind schon steif. Ah, das ist der Kopf gewesen. Was war man jetzt vor? Das weiß ich mal, war das. Tut mir leid, Kumpel. Schlangenschlüssel. Woher hat denn das jetzt gewusst, dass der da drin ist? Ah, das ist doch gestanden. Ja. Okay, das war das Schweinchen. Cool. Wir haben jetzt dann logischerweise ganz viele Schlangentüren jetzt, was wir aufmachen können. Und dann kriegen wir die zu. Oh mein Gott. Zugangsdaten. Ey, also ob ich das schon wieder klick. Wir haben jetzt keinen Hin mehr. Ja, perfekt. Dann machen wir es nicht so. Warum machen wir das auf der B? Wir haben noch keine Schuss mehr. Jo, im Nullschuss. Gemütlich. Wir haben nur noch einen Flammenwerfer. Und kein Heal mehr. Jo. That's life. Hier gehen wir jetzt zu viele Möglichkeiten. Von da sind wir her, oder? Ich denke schon. War da hinten ein Schlangenschlüssel? Oder war der da drüben? Da wird er schon da drüben gewesen sein. Dort kommt einer da nicht. Also. Keine Ahnung, was wir da drin machen sollen. Aber ja. Die Zugangskarten brauchen wir logischerweise wahrscheinlich da draußen beim Campingwagen. Weil da braucht man es zwar. Hätten die Jungs schon wieder fort. Okay. Ich verstehe aber auch nicht, warum wir Full Leben sind. Unser rotes Blut am Blutschirm ist, so wie am Anfang. Aber vielleicht heißt es einfach nur, dass wir dennoch verletzt waren in der Zwischenzeit. Also. Davor. Gemütlich. Da hinten war ja actually ein Schlangenschlüssel. Schloss. Hello there. Yo.
Wir haben eine neue Abkürzung freigeschalten, kann das sein? Ja, die räumliche Darstellung oder Vorstellung in dem ganzen Gebäude ist nicht so einfach, wenn alles so verwinkelt ist. Das heißt, wahrscheinlich ist da unten, glaube ich, kein Schlangenschlüssel mehr, kann das sein? Werkstatt. Aber das ist, glaube ich, kein Schlangenschlüssel sein. Yay. Das heißt, wir müssen wieder bergauf. Oh mein Gott. Trotzdem erwischt er mich. Bitte, man braucht nicht mein ganzes Feuer. Ich kenne halt den nächsten mit dem. Ja, wahrscheinlich. Wir kennen den nächsten. Mit dem Messer machen, sag's euch. Der hat jetzt Oh ja. Kombinieren, gell? Kraut und Chemiker. Anhiele haben wir noch. Und wenn ich gleich wieder Steuerung klicke, eben Plan, wir gehen jetzt in die Optionen rein. Steuerung. So. Tastenbelegung. Teilen. Das machen wir jetzt auf. Obwohl das echt schwierig zu erwischen ist. Machen wir das jetzt auf H. Und beten einfach, dass keine andere Steuerung H ist. Also auf die ganz die Schnalle. Schaut jetzt ziemlich gut aus. Keine Ahnung, was er mit dem zweiten da macht, aber ja. Ja. Ist vielleicht besser, als dass wir uns 13 mal unabsichtlich hielten. Obwohl du mich eigentlich schon wieder fast hielten kannst. Aber rennen wir halt einmal so rum, hilft ja nichts. Oh boy. Das will jetzt abspeichern. Ah. Das speichern wir glorreich ab. Aber die ganze Zeit, ob das einmal wieder weggeht, ich glaube, das Gefühl bei dem Spiel nicht. Aber ich probiere das jetzt trotzdem für ein paar Minuten aus. So, Schlangenschlüssel. Da, wenn man einen Dietrich hat oder so. Und das weiß ich gar nicht. What's that? Kassettenrekorder. Okay. Bin da Box. Achso, das ist noch ein Safe-Raum da hinten. Was sind denn die ganzen? Ah, okay, okay. Ins Kinderzimmer und ins Schlafzimmer der Eltern können wir rein. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie bergauf. Auf jeden Fall. Wenn da bergauf kommt. Diese gatschigen Schmierwände sind immer sass. Ey, der hat die ganze Familie abgekocht oder was? Yay. Ich glaube, wir sind in dem Bereich, wo wir falsch sind. Ziemlich fix. Aber ich kann ja trotzdem nochmal ganz kurz schauen, ob da irgendwie Loot ist. Aber ne, da ist jetzt irgendwie nicht viel Loot noch gespawnt. Weil da war mal ganz viel Loot. Naja. Dann gehen wir da hin, was richtiger ist.
Ja, ey. Spaß. Hätte mir das erwischt. Okay, das nehmen wir jetzt hin oder was? Okay, cool. Okay, cool, da ist noch einer. Wir müssen das gleich so machen, dass wir beide auf einmal erwischen. Ach du Heilige. Die trainen mich komplett. Oh Not. Ja, den nächsten machen wir dann mit dem Messer, ne? Ich hab literally keine Chance mehr. Ich finde das super. Ja, moin. Auf welcher Seite mal rauf gehen, ist egal. Ja. Evelyn. Schlange. Hallo Oma. Ich stehe dir da immer, gell, aber warum hast du einen Schlangenschlüssel und ihn nicht? Also zumindest davor. Ja, jetzt geben sie uns wieder Munition, gell, jetzt tun sie wieder so. Als ob wir es doch brauchen. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. 12 Uhr. Muss ich da Rätsel lösen? Also irgendwo da ist vielleicht der Uhrzeit und ich muss die Uhrzeit auf der Uhr eintragen. Aber wir können jetzt Brute Forcen. Check joins the Marines. Wo mal hier? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, brauchen wir einen Dietrich. Brauchen wir gar nicht. Iu, wir kriegen einen Dietrich. Mutti, Gadje. Ah, wenn man die Uhrzeit richtig einstellen geht, das geht Safe Call das Bett auf. Aber erst will wissen, wie gut es ist. Es hat sich schon wieder was verschoben gefühlt. Ja, mehr Objekte. Ah ja, halt vor. Plan für eine Waffe. Da ist irgendwo eine Waffe in dem dollen Salonraum-Dings, wo wir drinnen waren. Cool. Merken wir das oder haben wir das eh schon? Wow. Kraut. Nix. Ich glaube mal nicht. Kannst du einen Trolley mitnehmen, das wird noch mehr Gepäck. Da irgendwo ist ein Schatz. Ey, gefühlt haben wir noch kein einziges Schatz, wo wir den Schatz gefunden. Das war's. Wir wissen, dass das irgendwo jetzt eine Schätze gibt und da eine Uhr gibt. Wir sind viel zu viele Sachen. Da ist nirgends eine Uhr. Da ist eine Uhr. Es ist. Ich kann nicht lesen. 10 und 3. Aber was davon ist die Klone, die sind beide gleich groß.
Wo bin ich denn? Sagen wir mal, dass das der Clown ist. Geht noch 10? Ist man in die andere Richtung? Ach so. Ich kann aber nicht einmal. Auf jeden Fall muss der kleine Zeiger rüber. Aber ich kann da nur im Dings. Jede halbe, jede Viertelstunde nur. Alles reicht ja. Oi. Lore. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich mag das voll gern, so enge Räume. Blattkäfer. Wir sind fast hin und rennen da in einen Mini-Raum um. Ich verstehe noch nicht ganz, was das sein soll, aber. Zugangskarte! Schaut fast aus wie eine Grafikkarte. Ja, Munition. Chillig. So, wir sind ja gerade auf dem Loot Run. Schon gesehen. Die Action passiert sicher noch im Loot Run. Was genau soll das Kunstwerk da darstellen? Fehlt nichts Cooles. Haben wir schon alles da gesehen? Irgendwie schon. Entriegelt. Möglicherweise. Wir waren in der Werkstatt. Ich sagte, was, wenn die Viecher jetzt nochmal respawn sind. Dann ist Ende im Gelände. Dann ist wirklich Ende im Gelände. Eieieiei. Gefühlt renne ich falsch. Ist das die Abkürzung gewesen? Oder was? Ich bin verwirrt. Oder da ist die Abkürzung gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Naja, ich gehe mal da durch. Naja, rein. Da unten war die Abkürzung. Er ist die Abkürzung. Ich bin fast den ganzen Keller abgelaufen gefühlt. Oh boy. Oh boy. Irgendwas ein Monster. Oh boy.
Den Raum war schon ewig nicht mehr. Ein Krematorium. Lara. William. Sean. Tamara. Warum die ganze Zeit? Heavy Metal Sounds. Oh mein Gott. Hätten wir zwei Schüssen geschafft. Weak. Oh, das ist ein guter. Oh Lord. Oh Lord. Wir haben nur 10 Schuss. Ey, ey, ey. Es ist nicht gut, das jetzt einfach zu sagen, wenn dahinter die Dinger. Wo geht's denn bergauf? Das ist mal die wichtige Frage. Da. Wenn da jetzt einer gewesen wäre, wäre er vorbeigelaufen. Yay! Was haben wir da eigentlich? Noch mehr Schatzfotos, ja. Und so weiter und so fort. Aber eben, das hielt sich einfach nie. Kann ich mir ja jetzt schon Heal geben, macht auch keinen Unterschied, oder? Ha. Danke fürs Zuschauen, falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Happy Halloween!